Oh Leute, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber ich will euch hier in diesem Video wirklich die Schattenseiten zeigen und auch jetzt gerade meine emotionale Achterbahn, würde ich das mal sagen. Ich bin jetzt schon seit 3 Stunden hier und es ist einfach so schön. Ich habe Hunger, ich will eigentlich kochen, aber ich komme hier nicht weg. Vogelgezwitscher, alles. Das sind wirklich die Momente, die ich so genieße. Und dann war meine 2. Nacht ohne Internet. Ich habe meine Routine, immer 8 Uhr abends lege ich mich ins Bett, schaue dann bestimmt 2-3 Stunden lang YouTube-Videos an, bis um 10, 11, bis ich dann schlafe. Bin auch mitten in der Nacht, ich glaube 4 Uhr ungefähr, aufgewacht mit richtigen Angstzuständen. Und ich habe eine geile Morgenroutine und da bin ich wirklich konsequent, dass ich mir morgens immer aufschreibe, was für Sorgen ich mir mache, für was ich dankbar bin und so weiter. Ich habe mir jetzt 3 Fragen aufgestellt, dafür will ich eine Antwort haben bis nächste Woche oder möglichst zeitnah. Frage 1 wäre, wie oft will ich meine Freunde sehen? Frage 2, auf was will ich verzichten? Frage 3, wie bleibe ich glücklich? Und ja, das Ding ist, ich will unbedingt glücklich sein. Ich glaube, ein menschlicher Körper funktioniert nicht, wenn er glücklich ist. Und das bezieht sich auch auf Ernährung und so weiter. Ich trinke gerade einen Kaffee und habe eigentlich echt ein schlechtes Gewissen und gar keinen Bock mehr auf den Kaffee. Und deswegen wird das sehr wahrscheinlich die erste Sache, auf die ich verzichten will. Weil ich habe mir auch viele Notizen gemacht, für was brauche ich eigentlich überhaupt Geld? Für was gebe ich jetzt aktuell Geld aus? Ich bin ja schon seit Jahren dabei, auf vieles zu verzichten. Ich verzichte bereits auf Klopapier, Zahnpasta, Salz und Zucker und Duschgel. Keine Kosten mehr dafür. Aber ich habe immer noch Kosten für zum Beispiel Sojasauce, Piripiri, Reis, Mehl, Kaffee, Weed, Internet und für mein Auto. Und jetzt will ich mir Gedanken machen, auf was will ich, auf was kann ich verzichten. Und auch für mich eine ganz wichtige Frage, wie mache ich das mit euren Videos? Also wir haben heute Mittwoch, am Samstag will ich das nächste Video veröffentlichen, also nicht dieses, sondern das über den Dammbau. Das heißt, ich will bis heute oder morgen noch einen Damm bauen, dann mir Internet holen für 5 Euro, das sollte mir dann 3 Tage reichen und dann hoffe ich, dass ich in diesen 3 Tagen das Video für euch schneiden kann, veröffentlichen kann und dass ihr das dann euch anschauen könnt. Boah Leute, ich bin so abgefuckt. Ich bin gerade in den Garten rein, meine Zucchini lebt noch, aber all meine Kürbisse wurden aufgefressen. Und ich habe hier keine neuen Kürbisse. Das heißt, dieses Jahr gibt es scheinbar keine Kürbisse. Und ich bin so abgefuckt, ich suche mir die ganze Zeit Arbeit, fange sie an, aber habe dann sowas von keinen Bock drauf. Deswegen habe ich jetzt abgebrochen. Jetzt geht es einfach nur darum, mich glücklich zu machen. Und wir fangen an mit dem Frühstück. Und mit Musik. Musik ist auch etwas. Ich habe ein Radio von meinem Bruder geschenkt bekommen. Wow, richtig geil. So, heute wird es einen Gartentag geben. Wenn die Tiere hier mir alles wegessen, dann füttere ich sie doch. Also ich will jetzt noch mehr auspflanzen, dass die Tiere hier schön weiter essen können. Ich guck mal, wie sich das entwickelt. Und werde eine neue Gartenfläche errichten. Ich habe hier schon angefangen. Zum einen will ich hier sehr wahrscheinlich viel Chili anbauen. Und mal gucken, ob ich da hinkomme. Hier ist ein Wasserdamm. Und den werde ich eventuell versuchen zu reparieren. Ja, meine Freunde, ich blende euch gleich eine Timelapse ein und gebe euch dann ein bisschen Zeit, auch mal vielleicht Gedanken über die Fragen zu machen, die ich mir aktuell stelle. Also ich sage euch jetzt die Fragen und blende euch schöne Musik ein. Und wenn ihr wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Also Frage Nummer 1. Wie oft will ich meine Freunde und Familie sehen? Also das finde ich ganz besonders wichtig. Ich werde gleich ein bisschen was zu einem Buch erklären, Entwicklungstrauma heilen, wo es um das Thema Bindungstrauma geht. Also wie oft will ich mich sozialisieren? Dann die Frage 2, auf was will oder kann ich verzichten? Also gerade für die, die auch eventuell vorhaben, ein autarkes Leben anzustreben. Also bei mir sind es so Sachen wie Reis, Brot, Kaffee, Internet, Auto, Klopapier, Zahnpasta, Salz, Duschgel. Ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, was braucht ihr wirklich im Leben? Und was ist nur Geldverschwendung, sag ich mal. Dann die wichtigste Frage, die Nummer 3. Wie bleibe ich glücklich? Weil das Thema glücklich sein, da kommen wir jetzt auch zu dem Thema mit dem Entwicklungstrauma heilen. Ich blende euch mal einen Screenshot ein von dem Buch. Das hat mir echt aus meiner Depression vor 2 Jahren rausgeholfen. Also vor 2 Jahren habe ich mir dieses Land hier gekauft und meine allererste Mission, es war November 22, war es, den Food Forest zu gestalten. Ich wollte erstmal alle Bäume in den Boden bekommen und habe mich dann gar nicht mehr fokussiert, so mein Leben richtig zu organisieren und war dann
pleite. Ich hatte kein Geld, ich hatte kein Essen, ich hatte gar nichts. Ich hatte wirkliche Depressionen und hatte damals auch den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen. Ich wollte mit denen nichts mehr zu tun haben. Und die meisten meiner Freunde hier in der Community sind nach Hause gefahren über Weihnachten, Neujahr. Das heißt, ich war wirklich ganz alleine und habe mich dann mit dem Thema Traumaheilung auseinandergesetzt. Und das ist echt krass zu sehen, wie die deutsche Gesellschaft traumatisiert wird. Also ich habe ja schon in einigen Ländern auf der Welt gelebt und viele Kulturen erlebt, aber so eine kalte Gesellschaft wie die Deutschen, also ja, ich sehe das immer, wenn man sich umarmt zum Beispiel. So ein Deutscher, wenn zwei Deutsche sich umarmen, ist es ganz, ganz anders, wie wenn zwei Spanier sich umarmen. Es ist lange nicht so herzvoll. Manchmal sehe ich so Leute, die sich nicht mal wirklich umarmen. Die umarmen, die greifen die Arme umeinander, aber berühren sie nicht, weil die so ein Bindungstrauma haben. Und das kommt durch die gesellschaftliche, beziehungsweise durch das krankmachende System, wie ich es gerne nenne. Es fängt schon an, dass in Deutschland fast immer bei der Geburt die Kinder in den Brutkasten kommen. Stellt euch mal vor, euer Leben hängt vom Herzklopfen eurer Mutter ab und plötzlich wird dieses Herzklopfen euch weggenommen und ihr wisst nicht mehr, wie ihr lebt. Das ist das erste Traumaerlebnis, was ihr auf dieser Welt in Deutschland erlebt. Und das kommt nur von den Ängsten der Ärzte, die in ihrem Studium nicht lernen, was sie eigentlich lernen sollten. Und es geht ja dann natürlich weiter. In der Schule wird uns dann beigebracht, den Lehrern zu glauben. Und alle Menschen bekommen dieselbe Geschichte vorgeschrieben. Und auch dort muss man sich ganz extrem anpassen. Und laute Kinder kriegen ganz schnell Medikamente verschrieben und so weiter. Und dort lernt man schon eher auf Autorität zu hören, wie auf seine eigenen Gefühle. Was mich immer echt erschreckt, ist, wenn Kinder in die Schule gehen, die wissen eigentlich alle, was sie werden wollen. Die wissen, sie wollen irgendwas Gutes, ganz oft Feuerwehr, Arzt und so weiter. Sobald sie aus der Schule rauskommen, werden ihnen auf einmal ganz viele Türen geschlossen. Und sie müssen sich darauf fokussieren, einen Job zu nehmen, wo man genug Geld verdient, um gut leben zu können. Deswegen sowas wie die Freiwillige Feuerwehr ist oft ausgeschlossen. Und ja, informiert euch da am besten mal wirklich tief mit dem Thema. Also ein paar Stichwörter, Bindungstrauma, Entwicklungstrauma. Gerade mit den Stichwörtern werdet ihr auf jeden Fall viel finden und viele Aha-Effekte mit euch entdecken. Weil wir Menschen, wir sterben, wenn wir alleine sind. Wir sind Rudeltiere. Das ist eines unserer Grundbedürfnisse. Das ist genauso wie schlafen. Wir sterben, wenn wir nicht schlafen. Wir sterben, wenn wir einsam sind. Oder zumindest die Leute, die, ich sag mal, nur vor der Klotze sitzen und einsam sind, die werden dann krank und sterben dann an den Erkrankungen. Deswegen ist es für uns Menschen und es sollte uns in der Schule beigebracht werden und es sollte uns so viel Zeit gegeben werden, dass wir ja, spielen können, Spaß haben können am Leben. Also gerade so was wie Ganztagesschulen, dass die Kinder schon so früh da reingesteckt werden, das finde ich echt unter aller Sau. Und deswegen ist die Frage, wie oft will ich meine Freunde sehen, eine extrem wichtige. Also bei mir ist es in der Regel 2 bis 3 Mal die Woche. Bisher immer mit dem Auto und jetzt bin ich halt in dieser Situation, wie oft will ich 40 Minuten runterlaufen und 50 Minuten wieder hochlaufen und wie viel will ich auf meine Projekte verzichten. Und deswegen auch zur Frage 2, auf was will ich verzichten? Also für mich ist es jetzt relativ einfach, nach 2 Jahren mit dem Thema Klopapier, Duschgel, Zahnpasta und so weiter ist für mich total unnötig. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ganzen Sachen, die ich nicht selber produzieren kann, auf die ich verzichten will oder nicht, beziehungsweise mit Geld kaufe oder nicht, das sind alles die Sachen, die einen krank machen. Also wer wirklich autark lebt, so 100% sein eigenes Gemüse immer frisch erntet, frisch isst, der hat so ein erzwungenes, gesundes Leben. Und deswegen will ich das auch weiterhin anstreben. Und da verzichte ich dann in Anführungsstriche gerne auf Kaffee, ich verzichte gerne auf Marihuana, ich verzichte gerne auf Internet. Aber der Weg dorthin, der ist halt steinig und schwer. Und was mir da immer hilft, ist an meine Erfahrungen in Haiti zu denken, Kambodscha, im Ghetto in Indien und so weiter. Ich mache mir Sorgen und Gedanken, auf Sachen zu verzichten, wo andere noch nie in ihrem Leben hatten. Und deswegen ist es für mich immer so eine Sache, warum ist es schlimm für mich, auf Kaffee zu verzichten? Und das ist Thema Selbstreflexion, da muss man sich selber kennenlernen und wissen, ob es eine Sucht ist, eine Leidenschaft oder ob man irgendwelche Gefühle komprimieren will und so weiter. Und alles zusammengefasst führt dann eigentlich zur 3. Frage, wie bleibe ich glücklich? Es hat auch viel mit Entscheidungen zu treffen, weil ja, entweder oder. Ich merke das jetzt gerade heute, wo ich so frustriert bin. Ich
fange eine Arbeit an, ich mache mir erstmal Gedanken, ich habe keinen Bock auf gar nichts. Fange eine Arbeit an und lasse sie dann wieder sein, weil ich einfach keinen Bock habe. Und das liegt an der Entscheidung, die ich vorher eigentlich treffen sollte. Und wie ihr jetzt hier in diesem Video seht, habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, die neue Gartenfläche zu machen. Und um glücklich zu werden, ist es immer gut, Erfolge zu erleben. Und ich will heute den Erfolg haben, eine neue Gartenfläche zu haben. Der nächste Morgen, ich bin fertig. Ich habe jetzt hier eine Stelle, hier will ich noch einen Damm bauen. Dann habe ich hoffentlich noch 1, 2, 3 Wochen Wasser. Und ja, das ist jetzt auspflanzbar. Ich merke, der hintere Bereich ist voll schattig, da kann ich nicht so viel anbauen. Ich meine, hier ist ab 10 Uhr voll Sonne. Das heißt, hier werde ich mehr Wasser brauchen wie hier und muss mich mit der Pflanzenauswahl ein bisschen einschränken. Und jetzt geht's aber ab ins Wochenende. Ich will jetzt nur noch meine Freunde sehen, Spaß haben. Fast eine ganze Woche später, das Thema Selbstversorgung ist jetzt mehr oder weniger erledigt. Jetzt will ich mich von meinem Auto unabhängig machen. Ich habe schon mein Zelt aufgebaut. Das sollen jetzt mehrere Fliegen mit einer Klatsche sein. Ich habe eine emotional echt anstrengende Zeit, muss ich sagen. Und gerade beim Thema Selbstversorgung, Lebensmittel und so weiter, bin ich noch nicht bereit und muss jetzt wirklich gucken, wie ich kurzfristig an Essen komme, aber auch langfristig. Das heißt, ich werde weiterhin meinen Garten versorgen und hier will ich ein Airbnb-Angebot machen. Und das will ich jetzt endlich hinter mich bringen, damit ich es online habe.